Artikel 13, Artikel 13, Artikel 13 im Jahre des Herrn Anno Knack 2019, von morgens bis abends Artikel 13. Also die Artikel von 0 bis unendlich, keine Ahnung. Frage, eine höfliche Frage, warum brauchen wir diese Europäische Union? Gurkenverordnung, Kassenverordnung, alles so lauter Verordnungen, jetzt diese Urheberrechtsreform als Verordnung. Wenn wir ganz ehrlich sind, sind wir doch einmal ehrlich, 30 Jahre gibt es dieses World Wide Web. Wir wissen, dass uns das geschenkt worden ist. Man hat natürlich einen tollen Spielfilm daran, damals herausgemacht und wie man da gehackt hat und dann uns der Welt dieses gegeben, was wir jetzt Internet nennen. Ja, in Wirklichkeit ist es, bleibt es World Wide Web. Man streitet for the Web. Man will die GAFA stören oder vernichten. Die GAFA, die angeblich ja alles bezahlt hat. Jeder Demonstrant wurde ja von der GAFA bezahlt. GAFA ist ja Google, Amazon, Facebook, Apple. Also diese mega großen haben jeden Demonstranten 450 Euro gegeben. So, wenn man mit dem Auto unterwegs war, sagen wir mal Hamburg, Frankfurt es geschafft haben sollte, sogar noch nach Berlin, aus welchem Grund auch immer, irgendwie hat man es dann halt geschafft oder vielleicht noch in Düsseldorf oder hier in Essen, wüsste ich nicht, ob hier demonstriert ist. Ich habe mir am Wochenende alles angesehen, an München, super Qualität Streaming, an Frankfurt, super Qualität Streaming, an München habe ich München, Frankfurt, Hamburg, genau, an Hamburg. Ihr Hummel, Hummel, ihr habt, also ich habe euch zuerst, also Wahnsinn, war eine tolle Übertragung, aber Berlin war kacke. Ja, so, da sind wir beim Kern der Sache. Das erste deutsche Fernsehen hat eine Sondersendung gemacht. So, nix ging unter uns. Ein Gebührenunternehmen, das uns Gebühren abknöpft, auf welchen Arten und Wegen auch immer. Eine Gebührenverordnung etc. pp. Ja, gibt es ja Gott sei Dank noch nicht. Aber es gibt eine Gebührengeschichte, die nehmen uns das Geld weg, wollen noch mehr Geld haben und können noch nicht mal ordentlich streamen. Da ging gar nichts. Ja? Tut mir leid. Also das war der größte Müll aller Zeiten, dafür soll man Geld zahlen. Also noch einmal, die Jugendlichen oder die Heranwachsenden zwischen 15 und 35, die haben wunderbares Streaming gemacht. Ja? Man konnte zuschauen, man konnte zuhören. Und die da Journalismus darstellen, die da Anwälte darstellen, da ging reichlich viel schief. Ich meine, ich gönne euch das alle, ihr wollt Geld verdienen, deswegen habt ihr das auch gemacht. Ich gönne euch 1,9 Millionen Zuschauer, Follows, also die euch folgen. Ich gönne euch das alles, weil ich habe dieses nicht beachtet damals, weil Firmen, also Realleben ist mir wichtiger, wie Online-Leben. Ich mache das so wie Sir Tim, der sagt, die Maschinen sollen uns begleiten, die Maschinen sollen uns gewisse Arbeiten abnehmen oder diese Maschinen sollen uns ein bisschen näher bringen, was ich auch toll finde. Da bin ich wiederum beim Kern der Sache. Also erstmal Artikel 13, da die wollen es durchziehen, gnadenlos. Ich weiß nicht, warum ihr solchen Politikern überhaupt noch Gehör schenkt. Ich verstehe es nicht. Ich will es auch einer Art nicht mehr verstehen. Die restlichen meines Jahres, die werde ich jetzt genießen, egal wie. Ich werde weiterhin lustige Sachen machen. Na, guten Morgen. Morgen. So, ich persönlich habe internationales Publikum, wirklich internationales Publikum. Ich wohne ja hier auch in einem sehr hohen Brennpunkt. Und trotzdem mag ich alle auch den Brennpunkt. Und es ist halt, man gewöhnt sich dran. Meiner einer ist auch kein waschechter Deutscher, er ist aber ultra lang hier in Deutschland. Ich habe nichts mit irgendwelchen, habe ich nicht, interessiert mich auch nicht. Denn mein Problem ist halt, dass ich gar kein Problem habe, sondern dass ich nur stutze. Also ich stutze nur, was soll das? Die holen dann nach 75 Jahren Frieden die Nazi-Keule raus. Die holen nach 30 Jahren World Wide Web, genannt Internet, plötzlich eine Verordnung raus. Also 30 Jahre geht es uns gut, 30 Jahre haben wir Spaß. Und jetzt auf einmal muss man sich Gedanken machen, überhaupt so einen Videoclip auf den Weg zu bringen, weil man wird sofort gehasst. Also mittlerweile entstand irgendwo ein Hass und keine Ahnung, wieso der entstanden ist oder von wem der
geleitet wird, ja, dieser Hass. Das gab es vorher nicht. Es gab zwar Unstimmigkeiten oder Angriffe, das ist klar, weil irgendwelche der Meinung waren, das ist von denen, das ist meins, haben aber nie beweisen können, dass es von denen war. Sowas gab es schon immer. Das wird es auch schon immer geben. Nur damals in der reinen Analogie, wo wir uns treffen mussten, wo wir uns begegnen mussten, wo wir uns treffen mussten, um etwas zu erleben. Diese Zeiten gibt es nicht mehr. Heute erlebt man anhand solcher Videoclips. Wir erleben anhand von, ja, halt elektronisch. Auf dem Smartphone, auf dem Fernseher, auf dem PC. Also in der Welt der Elektronik ist ja wurscht wo. Mittlerweile, wenn wir ganz ehrlich sind, leben wir doch nur noch mit diesem sogenannten Smartphone. Ich muss keine Kamera anmachen, ich kann mit dem Smartphone Filme machen bei Instagram. Ich kann Videos gucken auf meinem Smartphone, ich bekomme also meine Informationen. Ich frage mich halt nur, warum wollten wir oder warum haben wir überhaupt dann noch große Fernseher? Wieso haben wir noch eigene Kinos? Ich meine, das waren alles Träume, die man sich erfüllt hat, und ich bin froh, dass ich sie mir erfüllt habe. Jetzt erfülle ich mir gerade Schnittthema Star Wars. Heute mache ich Artikel 13 und Star Wars in einem Videoclip. Star Wars habe ich jetzt, wie gesagt, amerikanische Freunde, mit denen ich mich unterhalte und sehe, was die machen. Also mir fällt auf, dass das amerikanische Produkt Star Wars auch wirklich jetzt im Moment ein amerikanisches Produkt ist. Hier in Europa wird dieses Universe ein bisschen Old Republic und was weiß ich. Jeder schaukelt sich da etwas hin und her. Jeder fantasiert, lässt diese Fantasie freien Lauf, und andere machen in dieser Fantasie mit. Als Unternehmen fragt man ein anderes Unternehmen oder ein anderes Unternehmen fragt mein Unternehmen. Das sind ganz andere Unterhaltungen, ganz andere Zielsetzungen. Und jetzt muss ich wieder Cut machen. Morgen! So, es liegen Stunden manchmal dazwischen, wenn ich einen Cut mache. Noch einmal. Artikel 13, super gut, alles klar. Jetzt hört mal genau hin. Also, 2015 kamen ganz viele Menschen hierhin zu Besuch. Man konnte sie nicht erfassen. Viele hatten keine Ausweise. Man weiß bis heute für eine halbe Million, die verschwunden, oder 800.000 sogar, sind verschwunden von den ganzen Millionen, die hier eingereist sind, von 2015 bis heute. So, wenn man, also ich gehe jetzt davon aus, was da steht bei Facebook und Co., okay? Ich selber habe sie nicht registriert und selber habe ich es nicht gezählt. Also, okay. Hi, grüße. Also, es sind ja ganz viele Menschen gekommen im Jahre 2015, ganz viele. Und wir haben auch vieles darüber gelesen, wir haben auch vieles darüber erlebt. So, die können die Leute nicht erfassen und so weiter und so fort, können sie nicht, ne? Sie wissen nicht und so weiter. Aber Artikel 13, das können sie. So was können sie, obwohl es gar keine Software gibt. Es gibt keine Erfassungssoftware, ja? So, es kann nicht sein, dass man jetzt 9 Milliarden Menschen, sag ich jetzt einfach mal, 9 Milliarden Menschen als Künstler sieht, die urheberrechtlich etwas machen können, weil sie ein Smartphone besitzen. Erstens werden keine 9 Milliarden Menschen ein Smartphone besitzen, weil 50% der Weltbevölkerung noch nicht einmal online sind, noch nicht mal wissen, was ein Urheberrecht ist und so weiter und so fort. Wer ganz scharf hinterher ist des Rechtes, ist Bollywood. In Bollywood, ich hatte mal einen Auftrag, sollte für so einen Indien-Job da was machen, habe ich auch gemacht, weil ich mir nichts, ist ja ein Auftraggeber. Ein Auftraggeber sagt, komm, habe ich dann alles gemacht, so einen Indien-Job und so weiter. Da, also wie das nachher veröffentlicht wurde, da war richtig was los. Weil in Bollywood zum Beispiel braucht man reichlich viele Dossiers, also so riesige Lappen sind das. Da muss man alles haben, sonst geht das überhaupt nicht. So zum Beispiel, also Bollywood ist also 100-mal schlimmer wie Hollywood. Hollywood hat ja auch seine Rechtsgrundlagen, aber sind ein bisschen freundlicher. Zum Beispiel Disney kann man anrufen bzw. anschreiben, denen alles erklären. Ich mache einen nicht kommerziellen Film und möchte in diesem nicht kommerziellen Film, möchte ich doch gerne etwas von euch benutzen. Dann sagen die es meistens okay.
Ja, ist halt so. Dieses ganze Übertriebene da oben einblenden und alles, meine lieben Freunde, wir nehmen viel zu viel an. Ja? Also wie gesagt, wir nehmen die Verfassung ernst. Warum eigentlich, fragt man sich. Wir lassen die EU machen, was sie möchte. Wir lassen England zu mit ihrem Brexit. In meinen Augen waren die nie wirklich dabei, weil die immer ihren Pfund hatten und niemals den Euro eingeführt und so weiter. Hallo, Grüße. Wie gesagt, ich habe internationales Publikum hier. Ich kann nicht alle Sprachen, das geht nicht. Aber es sind internationale Menschen, mit denen man hier viel sich auseinandersetzt und vieles erfährt. So, wie gesagt, wir haben das Jahr 2015 gehabt mit den ganzen Einreisen. Wir haben ja gehört, was die Politiker pro und contra. Also seitdem haben wir eine riesengroße wirtschaftliche Maschine am Rollen, wo viele Geld mit verdienen. In manchen Häusern versteht man kein Wort mehr als Deutscher. Auf der anderen Seite will man den Deutschen loswerden. Auf der anderen Seite will man eine Umvolkung. Ich spreche jetzt das, was da steht. Also das lese ich jeden Tag. Man will eine Umvolkung. Man möchte den Deutschen loswerden. Nach 75 Jahren Frieden haben wir plötzlich so den totalen Rassismus. Und andere Sachen. Vor allen Dingen haben wir sehr viele Bürger hier, die nicht erfasst sind. Wir haben sehr viele Bürger hier, die vieles gemacht haben, laut diesen gesamten Nachrichten. Aber wir haben demnächst einen Artikel 13, eine komplett neue urheberrechtliche Verfassung, wo 9 Milliarden Menschen bedingt der Technik, der heutigen, ja, was sind sie? Künstler. Alle sind Künstler und alle sollen einreichen. Wenn ich jetzt ein Foto mache, aus dieser Perspektive, nehme jetzt eine Kirche auf, dann veröffentliche ich es. Oder ich lasse es und lade euch alle ein. Ja, ich lade die ganze Welt ein. Ey, schaut mal, ich habe ein Bild gemacht. Ne? Versteht, was ich meine. Also wir sind ja aus der Analogie raus. Wir sind ja jetzt digital. Und seit 2017 sind wir ja richtig digital. Dank der Chefin, Frau Merkel, die das so möchte. Feierabend. Wir sind ja alle gekündigt worden, die analoge Systeme hatten. Und die jetzt, einige von euch sind ja auch gekündigt worden, die analoge Systeme haben, sind jetzt also im technischen Bereich digital Telefon, digital Fernsehen. So, wir haben digitales Fernsehen, wir haben digitales, wir haben alles digital, Punkt für die aus, brauchen wir gar nicht weitermachen. Also, aber was wir nicht haben, sind digitale Maschinen, die etwas feststellen. Noch einmal, dieses Gerät hier hat mich immer scharf, hat so ein Karree rum. In meiner Hand, dann kommt hin und wieder auch so ein Karree rum, nicht immer. Kommt drauf an, wie nah ich der Maschine komme. Also, und dann bin ich scharf geschaltet. So, Frage ist, Artikel 13 etc. pp. Sind hier kuriose Sachen. Ja? Plötzlich sind hier alle bezahlt worden, haben also alle Geld bekommen. Ich weiß nicht, was das soll. Ich meine, manchmal frage ich mich, ich meine, es ist ein gutes Geschäftsmodell. Man kann jetzt einen Clip nach dem anderen machen. Und wenn man erfolgreich ist, kann man richtig Geld damit kann man machen. Geht. Also man kann es so sehen, dass die Leute, die jetzt jeden Tag Artikel 13 raushauen, ganz viel Geld machen. Oder halt sich gegenseitig hochschaukeln. Oder aber es ist wirklich eine neue Art von Nachrichtenübermittlung, eine neue Art von, keine Ahnung was. Früher Seven Load, also 40 Jahre Jubiläum, 40 Jahre analog digitale Technik, 40 Jahre das Geschäft am deutschen Markt. Ja, am deutschen Markt, weil international bin ich nicht tätig. Ich habe zwar internationale Kunden hier und ich helfe denen so gut, wie ich kann. So, was stelle ich fest? Ich stelle fest, dass wir sehr viele Probleme haben, alle Mann, mit Europa. Deswegen frage ich mich, warum leisten wir uns Europa? Warum ändern wir es nicht? Frage lautet, warum ändern wir überhaupt irgendetwas nicht? So, ca. 200.000 geteilt durch 16 Bundesländer waren auf der Straße. Großteil, 40.000 waren in Berlin mit der schlechtesten Übertragung, die ich je gesehen habe. Köln war zwischendurch, die Wochen und Monate davor, waren halt auch nicht immer so gut, aber man hat halt versucht. Die allerschlimmste Übertragung, wie gesagt, war ARD. Da funktioniert nichts. Und darauf wollte ich an sich auch mal hinaus. ARD, ZDF sind gebührenpflichtig etc. pp.
Man soll also bezahlen für etwas, was nicht funktioniert, zum Beispiel online. ARD und ZDF haben nach der CeBIT95 niemals Interesse gehabt, online was zu machen. Telekom auch nicht. So, ProSieben hat nachher ICQ sich geschnappt. RTL hat sich Clipfish geschnappt. Wer nachher Sevenload und Kevego und wie die alle geheißen haben, eingesaved hat, weiß ich nicht. Jedenfalls hat es sich alles verändert. Man kann da also nicht mehr online selbst gehen. Man kann also nur noch abrufen. Und das Abrufen, ja, davon hört man nichts mehr. Also Clipfish hat sich nicht durchgesetzt, ICQ hat sich nicht durchgesetzt, Kevego, Dailymotion hat sich auch nicht so durchgesetzt. Dailymotion gibt es also noch, jedenfalls auf meinem Gerät kann ich also Dailymotion oder könnte ich Dailymotion abrufen. Computer sowieso, ich rede von Standalone-Geräte. Also Fernseher wird ja mittlerweile nur noch Smartphone-Fernsehen auf Deutsch gesagt. Irgendwann hat man eh nur noch einen Bildschirm irgendwo und beamt dann dahin oder streamt dorthin. Also auf Deutsch gesagt, alles geht demnächst den Bach runter. Man braucht gar nichts mehr. Man braucht keinen richtigen Fernseher mehr. Okay, ein Beamer wäre nicht schlecht. Jeder hat dann einen Beamer, der sich das leisten kann. Mittlerweile sind auch die sehr günstig geworden. Die kosten also nicht mehr so horrendes Geld. Vor vielen Jahren hat man richtig für einen Beamer bezahlen müssen, der gerade mal 2000 Ansilumen hatte, also man musste den Raum schon dunkel machen. Heute hat man mindestens 4.000 bis 5.500 Ansilumen und die morgen reichen aus. Morgen. Hi. Hi. So, was muss ich gerade lesen? Cosmomob. Zuerst wusste ich nicht, was Cosmomob ist. Sag nein zu Cosmomob. Also Cosmomob. Ja, ist richtig. Star Wars oder die Cosplay-Szene, alles, egal was, ist in Aufruhr. Alle gegen alle, alle gegen jeden und jeder gegen alle. So ungefähr. Wir sind keine große Gemeinschaft mehr. Wir haben auch keine große Gemeinschaft mehr. In Artikel 13 haben sich alle irgendwie zusammengetan und mal so richtig gesagt, nein, danke. Aber die CDU pfeift drauf. Das stellt sich ja heraus, dass denen das egal ist. Ihr seid ein Mob. Ihr seid bezahlt, ihr seid gedingene, keine Ahnung, Angestellte der großen GAFA, Google, Amazon, Facebook und Apple. Da kommt ihr her, ihr seid also GAFA-Leute, ihr seid unterwegs, um Kadaumes zu machen und so weiter. Auf Deutsch, es wird durchgezogen. Gnadenlos, es wird Artikel 1 bis unendlich kommen, nur noch Verfassungen, nur noch Verordnungen, nur noch Ideen, nur noch. Also das Wort digital wird halt ziemlich komisch werden. So, jetzt kommt wieder Kundschaft rein, jetzt darf ich wieder unterbrechen. Ja, oder? Ja doch. So, am 26.03. wird Artikel 13 beschlossen, so oder so. Und dann schauen wir mal, was dabei rauskommt. Also wie gesagt, eine KI gibt es nicht, eine künstliche Intelligenz, wer sollte die auch gebaut haben? Wenn man sieht, dass nur 50% der Weltbevölkerung online ist und die mittlerweile langsam aber kein Interesse mehr haben, wieso soll man dann auf G5 aufbauen, also 5G, Breitband, 100, 200, 450, 500, 600, Mbits, Leitung, die es gar nicht gibt, aber egal. Ihr könnt ja mal testen, ob ihr 100 Mbit habt, wenn ihr versteht, was ich meine. Also Artikel 13, okay, die neue Verordnung im urheberrechtlichen Recht, wenn schon eine Kanzlei WBS, dieser Rechtsanwalt, an sich auf die Barrikaden geht, sollte man nachfragen, stopp mal. Okay, kann man jetzt so oder so sehen. Besonders Politiker sehen, die verdienen Geld. Deswegen sind die, weil die weiterhin Geld verdienen wollen. Dann hört man, das ist doch egal, was du machst, du kannst da machen, was du willst. Von mir kannst du Spielfilme hochladen oder keine Ahnung, mach irgendetwas, Hauptsache mach und die zahlen und solche Sachen. Dann hört man, dass man die ersten 10 Sekunden frei hat und danach, wer macht denn 10 Sekunden Filme? Also hallo, zack, Ende. Was soll denn der Quatsch? Also ich habe noch nie so viele Dummheiten gehört wie jetzt nach 40 Jahren, / 30 Jahre Online-Internet, genannt World Wide Web. Wenn man liest, Sir Berners-Lee zum Beispiel, dass er da, wie gesagt,
etwas auf den Weg bringen möchte for the web. Er kämpft dafür, für ein neues Web, für ein Web für jeden. Für jeden. Für jeden Menschen auf diesem Planeten, da irgendwas zu entwickeln. Was genau, wurde ja im November 2018 von Ihnen als Manifest rausgehauen. Okay, er möchte die GAFA, habe ich ja schon mal erklärt, Google, Amazon, Facebook und Apple irgendwie zerschlagen. Keine Ahnung, warum, wieso, weshalb, ist richtig, die verleiten uns zu den sogenannten sozialen Medien. Wir sind der Meinung, dass das sozial ist, aber ist in Wirklichkeit gar nicht sozial. Wir dürfen zwar irgendwas da machen, aber wenn wir richtig schauen, so richtig machen, geht nicht, weil wir nur immer dasselbe haben, weil wir irgendwie ausgelotet werden, so wie wir klicken, so erhalten wir auch. Wer auch spaßeshalber sich mal Otto anklickt, kann damit rechnen, dass er bei Facebook plötzlich Otto hat oder Amazon. Irgendwas hat er immer. Ich habe eine Zeit lang Dekoration für Star Wars gesucht und schon hatte ich immer Star Wars, da hörte gar nicht mehr auf. Wenn ich bei web.de war, das ist ja die Firma 1&1, schon hatte ich immer im Rand Star Wars, vorhin auch, Darth Vader für 22,90 bei Amazon, 6-Inch-Figur. Ihr versteht, was ich meine. Also ihr werdet schon nur noch verfolgt, ausgelotet und dann gezielt irgendwann, ach komm, dann kaufen doch. So ungefähr daran denken die, ihr müsst immer bedenken, 50% der Weltbevölkerung ist im Netz, 2 Milliarden Websites gibt es. Es gibt diese genannte GAFA, die Hochburg des sozialen Medienbereichs, wo ihr einkauft, wo ihr euch wohlfühlt, wo ihr unterwegs seid. So, wir WhatsApp mittlerweile mache auch ich mehr WhatsApp-Ausdrucke für Kunden, wie es früher normal war. Ist halt so, man muss also zig Kabel bei haben oder sich neu erfinden, machen wir ja. Zum Beispiel Huawei, diese Telefone, also es gibt verschiedene Phones, die nicht so kompatibel sind. Da muss man erstmal gewisse Software runterladen, um die dann kompatibel zu machen. So, worauf möchte ich hinaus? Hinaus möchte ich, dass am 19, genau, da halt so ein Fallbeil europaweit fällt und dann alles Mögliche auf uns zukommt, keiner weiß genau. Und ja, wenn das Web dann dunkel wird, haben wir ein Dunkelweb, dann ist es im Dunkeln. Dann treffen wir uns wieder und ja, dann zeigen wir uns analog wie früher. Schlimm war es nicht, aber langweilig. Die Digitaltechnik 30 Jahre jetzt, 30 Jahre haben wir diese Digitaltechnik, die jetzt halt ziemlich gut funktioniert. Die Leute kommen gut klar damit. Ja. Wir sind jetzt 40 Jahre im Jubiläum, 40 Jahre analog, digital wandeln. Wir machen also aus alten Daten wieder neue Daten, tragbar und archivierbar. Also ihr könnt sie archivieren, ihr könnt damit arbeiten, ihr könnt sie wandeln, so wie ihr es gerne haben möchtet. Im Notfall auch digital wieder auf analog Bänder. Das Wort Band gibt es ja bald gar nicht mehr. Wenn wir Pech haben, gibt es ja auch demnächst, aber wollen wir hoffen, dass wir noch ein paar Tage ins Land ziehen, keine CD, DVD, Blu-ray und 4K mehr. Also sagen wir mal so, in 50 Jahren kann die Welt komplett neu sein. In 50 Jahren kann die Welt aber wieder komplett alt sein, weil wir im Moment etwas haben, was überhaupt nicht passt. Die EU passt einfach nicht, jedenfalls nicht so, wie die EU sich da gibt. Bananenreform, Kleingeldreform, Kassenreform, Urheberrechtsreform, Datenschutzreform, alles reformiert und nichts geht mehr. Ich hatte heute wieder 90 Jahre alte Menschen, die da einen neuartigen Chip in ihrem Ausweis haben, womit sie dann online gehen können. Wenn man 90 Jahre alt ist, das Wort PC nicht kennt, das Wort Phone nicht kennt, sondern immer noch mit Wählscheibe irgendwie analog arbeiten möchte, 90 wohlgemerkt, dann einen Ausweis bekommt mit PIN-Nummern,
Es tat mir so leid, ich kann da nicht helfen, wenn ein 90-Jähriger mit dem Ausweis und mich fragt, ja, sage ich, ich wüsste jetzt auch nicht, wie sie, ich habe hier keinen Kunden, der mit seinem Ausweis online gehen will. Ich habe auch keinen Slot dafür, müsste ich mich erkundigen, aber es lohnt für mich nicht, einen Slot zu kaufen für Ausweise, weil kein Kunde hier mit dem Ausweis in einem Slot arbeitet. Ich wüsste jetzt auch nicht, welche Computer mit einem Ausweis in einem Slot arbeitet, wüsste ich jetzt auch nicht. Jedenfalls kann man mit einem Ausweis mittlerweile online gehen, aber ich kenne es halt nur, indem ich die scanne für China oder für andere Länder, auch die Bilder scanne für andere Länder, fürs Visa. Ich wüsste jetzt nicht, dass da mit dieser Chip-Technologie da irgendwie online irgendwas gemacht werden könnte oder etwas gemacht würde, weiß ich nicht. Entzieht sich meiner Kenntnis. So, Artikel 13 lassen wir jetzt mal sein, das wird jetzt abgestimmt, warten wir ab, was am 27. da dann verlautet wird. Keine Ahnung, 30 Jahre World Wide Web und plötzlich erkennt die Politik, da gibt es digital. Das ist Neuland für uns. Dieses Neuland müssen wir regeln. Ja, ich verstehe auch nicht, warum man Neuland regeln muss, wenn es so schon so alt ist. Ich verstehe das sowieso alles nicht. Ich verstehe auch diesen Sir Tim jetzt langsam nicht mit seinem For the Web. Ich habe mir das alles angehört. Er hat recht, es sollte jedem gehören. Also allen Bürgern sollte das World Wide Web gehören. Und alle Daten sollte ein Bürger für sich behalten und nur das freigeben, was freigegeben werden müsste, in irgendeinem Pool. Ich habe mir dieses Solid, wie gesagt, angesehen, habe damit gearbeitet. Ich meine, die Jugend mag das. Jugend mag YouTube, die Jugend mag Instagram, ist eben, es gibt halt, also was mich halt säuerlich gemacht hat, ist, dass ein gebührenpflichtiger Verein, so wie die ARD, nicht in der Lage ist zu streamen. Ja, die kriegen das einfach nicht gekettet, die kriegen keine Verbindung hin etc. pp. Auch bei denen versagt hin und wieder der Green Room oder andere Geschichten, das Wort digital nehmen die zwar geschwind im Mund, aber umsetzen können sie es meistens nicht. Und das für Eliten, also das sind ja Eliten, das sind ja Leute, die an sich tagtäglich damit zu tun und die halt Gelder bekommen. Ja, das sind halt Gebührenfernsehen, Gebührenrundfunk und die kommen mit digital nicht richtig zu Rande. Das ist das, was mich ein bisschen säuerlich macht. Ne? Ist so, hallo, Grüße.